Hi Leute, hier ist wieder eure Bonnie von TV und heute werde ich euch eine kleine Geschichte erzählen, eine kleine Story von mir. Ich war gestern beim Friseur. Das habt ihr bestimmt schon bemerkt gerade am Anfang. Hier meine Haare. Ich habe jetzt sonst immer Locken. Und ich weiß jetzt nicht, ob ihr es sehen könnt, aber hier vorne habe ich so Klebdinger, die kann man sich so gut sehen. Das ist so eine blaue Strähne angebracht. Das werde ich euch gleich zeigen. Ich mache schon meine Haare auf. So sehe ich übrigens mit offenen Haaren aus. So sehe ich. Die riechen auch voll schön. Ach, weil Emma da Mittel drauf gemacht hat. Und hier seht ihr jetzt zum Beispiel meine schöne Blausträhne. So ist meine schöne Blausträhne. Muss mal wieder auf die Uhr gucken. Ich gucke mal wieder. Ich gucke schnell auf die Uhr. So, es ist 16:23 Uhr. Okay. Also 16:23 Uhr. Da können wir ja 5 Minuten. Also bis 28 bis 29, okay. Also so sehen meine Haare aus. Sonst sind die ja immer lockig. Das habt ihr bestimmt in meinen anderen Videos bemerkt. Guckt euch auf jeden Fall mal das an, also andere Videos von mir. Ich habe schon ganz viele eigentlich schon gemacht, obwohl ich eigentlich neu auf YouTube bin. Und ihr seht jetzt meine Haare, die sind geschnitten worden hier. Ich habe auch sehr lange Haare, die gehen von bis zum Po. Ich kann es euch mal hier zeigen. Also hier sind meine Haare und geht fast bis zum Po runter. Also so sehen die aus. So lang sind die. Und so sehen die aus. Voll schön. Also ich habe die auch. Also wenn ihr wissen wollt, wie ich meine Haare so glatt bekommen habe. Ich glaube, ihr werdet es schon herausfinden, weil ich habe. Meine Haare wurden geglättet und deswegen sehen jetzt auch so glatt aus irgendwie. Die lässt aber schnell nach, deswegen habe ich nur noch heute und morgen ungefähr. Morgen haben wir ja nämlich Schwimmen und das habt ihr schon von meinem Story-Video erfahren. Also so sieht's aus. Das sieht voll schön aus, finde ich. Und ich liebe meine Haare, die sind einfach so schön. Und ich kann das immer so machen. So, die sind auch richtig lang. Die fallen hier schon vom Tisch runter. Also so sieht meine Haare mal aus. Die sind sehr lang. Kann gar nichts sehen. Ha! Und ich habe mir auch gestern voll die schöne Frisur gemacht. Ich habe gestern mir so einen kleinen Haargummi genommen, habe einfach so gemacht, eben mit einem Kamm. Habe ein bisschen gekämmt, habe mir hinten eine Strähne rausgesucht, halt so ein Büschel ungefähr. Und habe danach den Haargummi drüber gemacht und dann war es richtig schön. Da war dann hinten hier der kleine Zopf. Und es ist einfach voll schön gewesen. Ich liebe solche kleinen Frisuren. Ich kann auch jetzt mal versuchen, schon eine zu machen. Genommen. Aber Leute, denkt dran, man darf nicht so oft sich die Haare glätten, da werden die Haare kaputt. Ich mag Haare glätten sehr, aber ich darf auch nicht zu viel machen, das sagen meine Eltern auch schon. Ach, jetzt haben sie sich verfangen. Also ich darf es nicht so viel machen,
Was ist ja natürlich auch ein bisschen blöd. So doll. Und ich hab es. Also es sieht jetzt nicht so toll aus, weil ich habe jetzt nur gerade so einen fetten Haar und deswegen mache ich ihn mal schnell wieder runter. Aber es sieht, also man sieht, dass meine Spitzen hier jetzt überall keine Locken gerade haben und es ist auch gleichmäßig geschnitten. Natürlich wachsen meine Haare sehr schnell nach, wenn man sie schneidet und ich hatte da vorhin, ich bin ja im Ballett selber und ich hatte da wirklich eine Tonne von Haarspray drauf und das war so schlimm, meine Spitzen waren so kaputt und ich habe es mir gleich glätten lassen, weil man dann das besser durchkennen kann und dass sie dann nicht mehr so arg verknotet sind, das ist viel besser. Ich habe mir gleich Haare waschen lassen da beim Friseur. Also es war wirklich ganz schlimm, aber jetzt seht ihr, so sehen meine Spitzen jetzt aus. Und wisst ihr, wie meine Spitzen vorher ausgeschaut haben? Also die waren hier ganz kaputt. Erstmal, die waren hier ungleichmäßig. Die waren, die waren so. So ungefähr, so. So waren unten, warte. Ich versuche schnell wieder nachzumachen. So waren die. So. Und noch kaputter. So, so ungefähr. Und das war alles zerrissen. Alles zerrissen. Und jetzt seht ihr, sehen viel schöner aus. Und man kann jetzt auch ganz normal so mit der Hand so durchgehen. Und das finde ich auch gut. Weil ich mag natürlich keine... Also ich habe auf jeden Fall sehr lange Haare. Die gehen mir jetzt schon, wenn ich sie jetzt so vortue. Wenn ich sie jetzt vortue, so, dann gehen die mir jetzt schon eigentlich so ungefähr bis zu meinem Oberschenkel. Also wenn ich jetzt so gucke, dann gehen sie mir ungefähr hier so bis zum Bauch. Bis zum Bauch. Und wenn ich jetzt so gucke, dann gehen sie mir sofort bis zum Oberschenkel. Und man kann hier auch so gut sehen gerade. Das ist wirklich eine strahlende blaue Strähne. Hier ist die hatte ich jetzt schon mit meinen anderen Haaren vermischt. Die wurde draufgeklebt auf meinen Kopf. Also da 5 Stück waren das. Und das hat ungefähr 17 Euro gekostet. Das andere noch mit dazu ungefähr 37 Euro. Und hat sich eigentlich gelohnt. Ich durfte 5 Strähnen nehmen, weil ich das so schön finde. Und nächstes Mal muss ich selber mein Geld mitnehmen. Nächstes Mal habe ich gesagt, nehme ich 10. Das wird toll. Und ich lasse mir fast immer bei dem Friseurtermin die Haare glätten, weil ich das einfach schön finde. Und weil ich das auch nicht so oft mache, also kann es auch für meine Haare nicht schlimm werden. Also manchmal müssen sie sogar geglättet werden, weil wegen meinen ganzen Knoten. Das ist sehr schlimm mit meinen Knoten, weil man kann da wirklich nur bis hierhin streifen und dann alles verknotet. Also es ist echt schlimm, aber ich habe Naturlocken, Naturhaare und ja. Ich würde lieber auch so schön glatte Haare haben. Das sieht sehr schön aus und ich finde es auch toll und dass da auch nicht so viele Knoten drin sind. Aber ich mag meine Locken auch, das macht mich eben aus. Und ja. Also ich finde meine Strähne sehr schön. Schreibt mal in den Kommentaren, ob ihr meine Strähne und meine Haare jetzt so besser findet oder habt ihr sie vorher besser gefunden. Und also ich finde sie beide, Naturhaare und halt so schön. Und das ist jetzt auch besser, weil ich kann mir jetzt auch gerade so ein bisschen den Zopf machen, aber der Zopf, der rutscht eben halt die ganze Zeit weg. Und ja, so. Und ich mache es auch sehr gerne, also ihr seht ja, bei allen meinen Videos hatte ich bis jetzt immer Zopf. Ich finde halt, mein Zopf ist mein Markenzeichen und ich finde ihn halt voll schön. Und ich finde ihn auch jetzt schön, weil der ist jetzt auch hier so überall glatt. Und man kann da gut durchstreichen und das ist einfach nur so perfekt.
Und ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Mein kleiner Kamerad sagt tschüss. Ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal. Und ich sage natürlich auch tschüss. From the very start, just to come this far, you should know I believe in you.